Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem nächsten Let's Play. So. Ah, wollte den Ton leiser stellen, geht aber nicht. Es gibt nur eine Toneinstellung und die ist volle Kanne, also. Neues Spiel, fortsetzen, ja. Paranormal VHS, gucken wir mal. Starten direkt rein. Alle Infos dazu unten. Infobox, ihr wisst Bescheid, ne? Let's fetz. An verschiedenen Orten auf der Suche nach paranormalen Aktivitäten. Ich habe nie welche aufgezeichnet, was mich dazu brachte, an ihren Existenz zu zweifeln. Im heutigen Vlog werden wir eine Nacht im Crimson Hill Hospital verbringen, wo ich zufolge aus unbekannten Gründen grausame Experimente an den Patienten durchgeführt wurden. Das Krankenhaus wurde auf mysteriöse Weise verlassen und gilt nun als heimgesucht. Die Polizei hat den Zutritt untersagt, bis sie ihre eigenen Ermittlungen abgeschlossen hat. Ich bin James von Paranormal VHS Camera, nur mit meiner VHS Kamera ausgestattet, mit der ich Paranormal einfangen kann. Und wir fangen gleich an. Anfangen. Ah. So, Moment. Oi. Oi, das wird übel. Let's fetz. Klar. Die gute alte Taschenlampe. Scheiße. Danga. Oh, da gehen wir gleich direkt rein, hätte ich gesagt. Aber hier, ah, das sieht man nicht, Moment. Das Mikro. Ah, 26.09. Ne, wisst ihr Bescheid, wann ich das aufgenommen habe? Haha. Verewigt. Sogar das aktuelle Datum, wie nice. Finden Sie einen Weg, um in das Krankenhaus zu gelangen. Jo. Ah, perfekt. Alles klar? Bin jetzt zu. Tatsache. Hm, okay. Ein Abführmittel zu sein und sehr hygienisch. Ja.
Zimmer suchen und bis zur Hexenstunde warten, okay. Hier auch zugemüllt. Jo. Alles klar. Sieht hier nicht durch, okay. Ah, wir sind auf der anderen Seite von dem Kohleautomaten. Stellraum.
so ein leicht unbehagliches Gefühl die ganze Zeit. Ja, man. Auf jeden Fall. Hi. Oh. Oh cool, auf jeden Fall haben wir einen Schlüssel gefunden. Ah! Dafür haben wir ihn gebraucht, alles klar. Ah, perfekt. Okay. Oh, über Kerzen oder wie? Mal gucken, ob wir irgendwo Kerzen finden. Nicht. Okay. Ah. Versuchen wir es damit. Ja, 3 Uhr, Geisterstunde. Viele sind falsch in der Annahme, denke, Mitternacht wäre Geisterstunde. Nein, um 3 Uhr. Schön, dass das hier berücksichtigt wurde. Das gefällt mir. Das Krankenhaus, okay. Scheiße, tatsächlich. Da muss ich mich meinen Kollegen hier anschließen. Ach, das ist mein Raum. Brauchbares? Mach die Kerzen wieder an, Mann.
Alter, voll die Gänsehaut. Aber hier wird nichts passieren. Kann ich das nehmen? Ja, Mann. Da gehört, wie die Tür aufging. Alter Schwede! Wow! Ich bin kurz vorm Weinen. Oh, Scheiße. Oh, Alter. Alter. Alter, atmen nicht vergessen. Da war schon einer vor mir dran. Hier war er. War hier schon? Schluck Wasser trinken zur Beruhigung. Alter, das war heftig. Aber von hier bin ich jetzt gekommen. Jo. Genau. Genau hier.
Alter Drucker. Ah, der passt ins Bild hier. Muss doch hier irgendwas sein. Ei, hier kann man Regal verschieben. Na, dann machen wir das mal. Ach, die kann man aufstoßen. Okay. Schlüssel erforderlich, okay. Ist da Licht? Ja, meins. Nee. Mach das nicht. Ja, gewusst, ne? Aber nee.
Bahnsteig. Oh. Sie verstecke. Okay. Aber warum? Wahrscheinlich, ja. Ja, klar. Komm, mach auf. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dankeschön. Es tut verdammt weh. Ja? Kann ich mir vorstellen. Ja, bin immer noch in diesem verfluchten Krankenhaus. Ach, jetzt bin ich da weg. Immer Richtung Dunkelheit. Bin ich oben, bin ich unten, ist hier nicht mal egal.
geht das los. Jetzt kann ich laufen. Ob das jetzt so gut ist? Ah ja. Nee. Blöde Taschenlampe. Okay. Könnte der Schlüssel jetzt sein. Die große Suche los, ne?
vielleicht sollte doch mal hier. Nochmal hier genauer gucken. Irgendwas? Supi. Da war ein Auto drinnen. Ei! Empfangsschlüssel. Eine Personalkarte. Stuff only. Einfach ignorieren. Einfach weiter ignorieren. Es gibt keine Macht. Oh. Aber hier irgendwo die Macht. Einschalten. Ah, weg ist er. Zum Glück.
Ja. Aber wo schalte ich jetzt den Strom ein? Ich hätte auch nichts Ähnliches gesehen, was irgendwie stromtechnisch. Aber ist hier irgendwo nur ein Schlüssel? Hier habe ich nur die Karte gefunden, ne? Ha! Die Zimmer habe ich alle durchsucht. Oh, Lunge. Ah, jetzt die Tür. Ja, das ist jetzt genau der richtige Ort für mich. Oh ja. Ein Teddybär. Ja, schlecht immer so ohne Macht, ne? Hier war was. Zweifel? Nee.
den können wir gar nicht benutzen. Und den? Ach komm. Gibt's doch nicht. Aha, den kann ich generell nicht benutzen, okay. Jetzt? Nö. Ach, Gerümpel, ey. Ich dachte hier. Nee, egal. Nicht nachdenken. Alter! Okay, hier kann man sie am Schrank verstecken. Ja, ich sehe dich. Jetzt ist er versperrt, ne? Ja, das werden wir rausfinden. Ich glaube, das hat recht. Aber dann muss es ja irgendwas zu finden geben.
gut. Wieder einfach hier vorbei. Ja, das sollte ich wirklich. Oh, die Lichter sind aus. Da doch hier, ja. Shit. Die Tür möchte einfach nicht aufgehen. Wahrscheinlich muss ich wieder runter zu den Generatoren, oder? Na, hier wird ein Empfang. Hier ging es nicht weiter. Nein, nein, nein. Schön weiterleuchten. Ah, jetzt hat er keinen Treibstoff. Ach nee, oder? Oh, Treibstoff. Toll. Moment, vielleicht steht er eh irgendwo hier in den Raum, bevor er wieder unnütz durch die Gegend lauf. Nö, okay, gut. Warum?
Wohin überhaupt? Gänsehaut, Alter, am ganzen Körper. Jetzt kann ich mich... Nope. Alter, nein! Das Ding triggert mich jedes Mal. Ja, genau, ja. Okay, was war das jetzt? Hier irgendwas aufgegangen? Hat sich schwer irgendwie noch so Rolltor oder so ähnlichen angehört, ne? Ach, Moment. Ei. Okay. So war es, ja, Patienten experimentiert. Ja. Das sieht gut aus. Ah ja. Dachte, ich käme vielleicht hier. Okay. Ah, jetzt bin ich die umgangen. Zwanzig.
Okay. War das, dass ich mich im Schrank versteckt habe, früher? Wohl richtig. Kann nicht laufen. Na toll. Teddybär? Hier überhaupt noch rauskommen. Ah ja.
hebe ich nicht da durch. Nee, es ändert hier nichts. Ist hier eingesperrt, ja. Klar. Nächste Schlüssel. Sackgasse. Ja, aber damit habe ich schon gerechnet. Haha. Okay. Einfach akzeptieren, keine Fragen stellen.
Ja, ganz genau. Ja, natürlich. Alles klar? Ja. Habe ich den Bolzenschneider eigentlich noch? Jo. Ja, ab nach unten. Oh, das kann jetzt nur gut werden. Finden wir es raus. Geh einfach mal geradeaus weiter. Alles klar. Doch nicht. Was zu finden? Zum Mitnehmen? Oder war hier jetzt nur Jumpscare versteckt? Ja, sind wir auf der anderen Seite.
würde hier wahrscheinlich Licht geben. Und die Frage, finde ich hier jemals wieder zurück? Alter, ja, genau. Es ist aus dieser Richtung gekommen. Immer in die andere Richtung. Gut, wenn es so breit ist und man fast nichts sieht, nichts erleuchten kann. Tatsache. Ha? Eine Holzplanke. Okay. Aber der Weg wenigstens nicht völlig umsonst. Dachte mir, dass das Rad schon für irgendwas gut sein muss. Ist hier noch was zu mitnehmen? Nö. Okay. So, na gut, dann laufen wir eben in die Richtung, in die der Geist gelaufen ist. Ah, Holzplanke. Alter. Real Life wäre jetzt wahrscheinlich da in den Tod gestürzt. Raum.
natürlich. Dazu, ne? Ja. Alter, jetzt ist mal hier gerade die... Arsch! Aber jetzt ist die Tür auf mir. Okay. Ah, 3, 2, 4, 1. Okay. Funktioniert nur mehr notdürftig. Scheiße. Na toll.
Aber immerhin gibt es jetzt Licht. Schraubendreher. Na toll, jetzt muss ich einen Schraubendreher finden. Ah, oh, Screwdriver. Ab in die Dunkelheit, ne? Wir gehen einfach da lang. Nurse. Was ist denn da? Was ist denn das Geschenk? Ach, das ließ ich da jetzt bei bekloppt von. Ja, genau deshalb. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Gucken, ob er das überhaupt noch findet. Den Ausweg. Ach. Gefunden. Ich hab nur drauf gewartet. Aber ich hab eher damit gerechnet, dass es entgegenkommt. Ja, genau.
kann von ihr aber jetzt nicht mehr weglaufen, oder? Ich möchte da nicht rein. Da hängen sie. Ah ja. Ja. Links, rechts. Ja. Ah. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ach nö. Sie wohl doch in die Richtung. Aber nicht da lang, ne? Weil da war ja nur dieses der Zeitungsartikel. Thank you.
Und die? Ah, ey. Ich mach gar kein Licht mehr an. Ganz einfach. Wenn ich nichts sehe, kann ich mich ja nicht erschrecken. Na gut, hin und wieder mal anmachen. Aber ich glaube, dieses Hin und Wieder wird mein Verhängnis werden. Oh, Exit. Mal bitte. Ja, gell? Habe ich genau gesehen. Ja, dann geh aufschrauben, toll. Ah, nächster Lüftungsschacht. Hammer benötigt. Ja, du denkst ja wohl nicht, dass du meinen Körper kriegst, oder? Ja, ja. Ich glaub doch, das wird sie. Ja, doch.
Natürlich ist die Tür jetzt zugegangen, klar. Nichts mehr, ne? Licht. Folge den Kerzen. Ich möchte aber nicht den Kerzen folgen. Oh, eindeutig, ne? Lass mich doch hier vorbei. Links, rechts oder gerade? Ich gehe gerade auf. Okay, gut. Hat sie gerade erledigt. Schalter und Katakomben. Die harte Geheimrezept. Na komm. Komm. Ist das richtig hier?
Slot und hier war der Scare. Doch, von hier bin ich da gekommen. Ach, shit. Ja, und dann hier links oder rechts und dann, ja genau, doch hier lang. Und Sackgasse? Nee. War die ursprüngliche Idee am Anfang nicht abzuhauen und nicht immer tiefer reinzugehen? Scheiße, ja. Läuft. Ja, das heißt herzlich willkommen. Ist immer noch nicht drin. Ich lass dich frei, welches Ritual? Und will ich das? Alles klar. Alles klar, wir brauchen Körperteile. So, ganz ohne Jumpscare.
nichts, es gibt hier nicht noch irgendwelche großartigen Rätsel jetzt. Wachsen. So. Wenn ich das jetzt zu Ende führe, ist das Spiel wahrscheinlich vorbei und mein Leben auch. Sie sind das perfekte Gefäß. Ihr Körper ist stark, ihr Geist ist schwach und ihre Seele ist reif für die Übernahme. Du dachtest, du könntest diesen Ort entkommen, aber du warst immer dazu bestimmt zu bleiben. Ich werde dich von deinem erbärmlichen Dasein befreien. Jetzt wirst du mir dienen. Oh ja, nach einem Fortbewegung so in das Krankenhaus kam die erschreckte Wahrheit über die Gräueltaten ans Licht. Die Leichen der Opfer der Gangschlüssel enthüllten die Gas- und Folterungen, an denen sie ausgesetzt waren, und liefen und ließen sie in ihren Einstellungen unkenntlich werden. Entstellung. Krankenschwester sammelt Körperteile von den Patienten, um den perfekten Körper für dieses Wesen zu schaffen. Das Einzige, was von James gefunden wurde, war seine VHS-Kassette. Die VHS-Kassette enthielt alle Geheimnisse des Krankenhauses und wurde nie der Öffentlichkeit gezeigt. James bleibt eingequetscht, und seine Leiche wurde nie gefunden. Oh ja, das war gut, das war richtig gut. Vor allem der allererste Schockmoment, Alter. Boah. Der war übel, der war richtig übel. Aber. Ja. Geht gar nicht auf Fortsetzen, weil wir es durch haben. Leute. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, lasst einen Daumen hier, liken, kommentieren und vor allem abonnieren, ne? Weil jedes Abo hilft. Und ja, dann sehen wir uns zu unserem nächsten Let's Play, hätte ich gesagt, ne? Ja, mal gucken, ob das nächste so lustig wird wie dieses. Ne denn?
In diesem Sinne, lass alle mal die Hand da halten. Tschüss und Küsschen aufs Nüsschen.